Diese herrliche Anspannung vor dem Fußballspiel. Auch am Kommentatorenmikrofon mit Manni Breukmann und Frank Buschmann. Ja, danke Manni. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und wenn das Spiel jetzt noch hält, was wir alle erwarten, dann haben wir Spaß. Los. Caligiuri. Ist das jetzt eine offene Kiste? Haben wir einen Favoriten? Wie wird es ausgehen? Viele Fragen vor dem Spiel. Dann gebe ich mal eine Antwort. Ich glaube, das ist eine offene Kiste. Caligiuri. Sicher in der Ballbehandlung. Ganz sicher hat er das gemacht. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Und er trifft! Soto. Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Der Schiedsrichter sagt Handspiel. Muss er denn da die Hand nehmen? Ich glaub's nicht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, der Pass kommt an. Und jetzt haben sie die Chance. Jetzt greift er ihn an. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Das hat er gehört. Schön, wie er das wieder ausgebügelt hat. Oh! Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Den bringt er nicht an den Mann. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Soto. Pospech. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Klare Sache, Freistoß. Keine gute Flanke. Noweski. Schalai. Und jetzt starten sie ihren Konter. Der sah gar nicht schlecht aus. Gute Torchance. Schuss und war das knapp. Vorteil, sie dürfen weitermachen. Mir gefällt der Schiedsrichter, lässt das ein bisschen an der langen Leine. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Es muss Einwurf geben. Pospech. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen.
Stark gemacht. Und jetzt hat er die Chance. Schala, jetzt schießt er und... Eine solche Chance zum Ausgleich, die kriegst du auch nicht im 2-Minuten-Takt. Manni, du siehst und hörst mich fassungslos. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Soto. Caligiuri. Und nun Andreas Ivančić. So sieht ein Pass aus. Das muss es sein! Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Da freut sich der Trainer. Und jetzt! Mein lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Und nun Andreas Ivančić. Müller! Toll, wie er das macht und... Ja, sie lagen hinten, aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich! Ja, da kommt was auf uns zu. Ein sehr schön... Oh, da ist noch alles drin. Da wird der Trainer zufrieden sein. Klasse Zuspiel. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Gehalten zunächst. Ein Unentschieden in der Halbzeitpause. 1:1 steht es hier. Die beiden sind sowas von ausgeglichen. Halbzeitresultat, wer hätte es anders erwartet, Buschi? Unentschieden. Ja, an dieser Stelle sagt man ja auch, sie neutralisieren sich. Also das läuft wirklich auf eine Punkteteilung hinaus. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Und nun Andreas Ivančić. Schlechte Ballannahme und das rächt sich prompt. Der Ball läuft wunderschön und sie suchen die Lücke. Und Achtung, genau hingeschaut. Das sieht alles sehr eng und geschlossen aus, aber wenn ihr schneller spielt, dann findet ihr die Lücke. Auch so kann man sich befreien. Da zerstört er diesen Angriff und was passiert? Der Ball ist gleich wieder beim Gegner. Super Pass, genau. Versuch's per Kopf. Wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Das sieht gut aus. Schöne Annahme, gut behauptet. Die Chance! Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt nochmal einen neuen Mann. Noweski! Und das macht er richtig gut. Caligiuri. Ja, das ist nicht nur Teamwork, das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Und der kommt genau an. Sofort abgezogen und...
Caligiuri. Ja, so kann es weitergehen. Ein wunderschönes Zuspiel. Und der Steilpass, er kommt nicht an. Versucht's mit dem Kopf. Das zweite Tor auf dem Fuß und dann versemmelt. Ja, aber du siehst, Manni, den einen hat er schon gemacht und auch hier wieder der Wille ist da. Da kommt noch was. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Und nun Andreas Iwanschitz. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Sicher in der Ballbehandlung. Schalai! Der könnte passen! Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Das hat wehgetan. Stark gemacht. Souverän geklärt. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Ball im Seitenaus, ein Wurf. Die Zeit zum Wechseln ist gekommen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. So sieht ein Pass aus. Toller Pass! Da freut sich der Trainer. Ein sehr schöner Pass. Jetzt kann er flanken. Prima Balleroberung, jetzt muss es aber abgehen. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Ball im Aus, Einwurf. Der Mann muss raus, er ist verletzt. Schade, schade, schade. Oh, 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 und das sah wirklich übel aus. Ja, der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Ball im Aus, gibt Einwurf. Pospech. Das sieht gut aus. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Und der muss drin sein. Geht er rein? Unglaubliche Szenen spielen sich hier jetzt ab. Das Tor in letzter Sekunde, das zählt natürlich noch. Die meisten hatten das Stadion schon verlassen. Und trotzdem fällt jetzt hier noch der Treffer. Und nun Andreas Iwanschitz. Was ist das für ein Pass? Da hat es der Verteidiger nicht schwer. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Jetzt sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Ein wunderbarer... Oh! Der ist drin! Und schon wieder in ein ins Glück, der nächste Treffer. Schalai. Spielunterbrechung, da war wohl die Hand im Spiel. Nein,
den hält er. Unfassbar. Es geht doch. Es geht doch. Ja, es gibt einen Wurf. Und das macht er richtig gut. Ein paar und das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat es mit seinem Pfiff zu Ende gebracht.